Hoppsa. Bau keinen Scheiß. Ich beobachte dich. Ja, dann komm mal hier rein. Was willst du hier? Damit ich an dein Büchlein gehen kann. Schade, kann ich nicht. Hätte ja sein können. So, warte mal hier. Cole. Gibt es einen Grund, warum du hier bist? Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Felle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Verdammt, jetzt habe ich ein Wolfsfell zu viel gekauft. Ach, ist doch immer das Gleiche. Man sollte immer erstmal alles ausschöpfen. Da war ein Goldbeutel, aber den konnte ich mir jetzt schlecht einfach nehmen. Pavel. Nicht Pavel. Pavel. Was denn? Was willst du? Was denn? Okay, die haben wir anscheinend schon. Kit. Was willst du hier? Nur mal gucken. Halte deine Finger bei dir. Ich will nur mal gucken. Mal speichern. Und gucken. Einfach nur gucken. Ist wieder das Schlachterhaus. Bauer. Bürgerin. Was willst du hier? Was willst du hier? Was? Benimm dich, solange du hier bist. Ja, ja, ja. Wir sind alle direkt so aggressiv, nur weil man in das Haus reingeht. Oh, hier wird es langsam irgendwie schöner. Kommen wir denn hier jetzt gerade rein? Da ist wieder ein Pilz. Hier haben wir auch noch ein paar Pflänzchen, die wir entweder behalten oder vertickern können. Halt! Kein Zutritt! Ja, ja. Ist okay. Ich will auch gar nicht rein. Ich frage auch gar nicht nach, warum. Ist alles gut. Kein Zutritt heißt kein Zutritt. So. Wir haben sowieso jetzt erstmal ganz viele andere Aufgaben, um die wir uns kümmern müssen. Habe ich jetzt keine Zeit, da jetzt nochmal 20 weitere anzunehmen. Da war wieder eine Frau, mit der können wir gleich auch mal reden. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich die Folgen alle benennen soll. Das ist ja unglaublich, was wir hier alles in der Stadt jetzt nur so rumlungern. Hier war jetzt auch irgendwie was. Moment, mal rumdrehen. Was ist das denn hier? Oh. Da war ein Wildschweinfell. Habt ihr das gesehen? Das lag da einfach so rum. Niemand hat es bemerkt. Niemand hat's gebraucht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Schrank. Naja gut, die Äpfel können wir trotzdem mitnehmen. Habe auch vorher gespeichert gehabt, von daher konnte ich mich das jetzt einfach mal trauen. Zur Not lebt man halt nochmal. Wache. Schmiedeknecht. Schmiedeknecht klingt eigentlich ganz gut, mit dem reden wir mal. Was gibt's? Schade eigentlich. Was haben wir denn hier unten? Ist wieder ein Aufgang. Hier ist nichts. Geht's denn hier rauf? Turm oder was? Oh, was haben wir denn hier? Ein Bogen. Ganz viele Sachen. Rum! Unglaublich, wir haben Rum gefunden. Das ist ja geil.
Das ist ja cool. Dann können wir jetzt erstmal ein paar andere Aufgaben abschließen. Hier gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Das müssen wir uns merken. Boah, ist hier noch viel. Krasser Scheiß. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich gar nicht weiß, wie ich die ganzen Folgen benennen will. Weil ich ja hauptsächlich durch die Gegend renne und Aufgaben annehme und sie irgendwie gar nicht bearbeite. Aber da wird mir schon irgendwas einfallen. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber so ist es halt hier in dem Spiel irgendwie gerade. So, gehen wir erstmal zu Dexter und geben ihm seine Fälle. Oh, wir dürfen hier mal dran lesen. Nur endlose Listen und spaltenweise Zahlen. Naja, immerhin 5 Erfahrung. Hier sind die Fälle. Mal sehen. Das sieht ja gut aus. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Dankeschön. Gerade nicht. Wem sollte ich das denn jetzt nochmal geben? Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ich habe Bier ausgeliefert und war in fast allen Häusern. Ist dir das von alleine eingefallen, du Schlauberger? Na schön. Na schön. Ist immer unsere Antwort. Gehen wir nochmal zu Dolby, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Wer weiß, vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Carlos davon berichten. Er wird dich rufen lassen, wenn er Zeit für dich hat. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur er kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn ohne sein Wohlwollen wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Ich bringe dir Fleisch. So? Im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah. Sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Große Heiltränke haben wir dafür erhalten. Viele Quests jetzt endlich mal abgeschlossen. Ist ja unglaublich. Wir haben mal was erledigt. Ach genau, Rum. Da fällt es mir wieder ein. Mit dem Rum konnten wir hier ja auch noch was machen. Denn der Salty will ja noch seinen... Hey du, Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Alles klar, weißt du Bescheid. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um ein paar andere Sachen. So, einmal hier rauf. Ehrlich, wenn ich es dir doch sage, ihr behauptet es wirklich. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wer bist du? Ich bin Schatzsucher, heiße Düter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denk drüber nach. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Du hast nicht genug Gold dabei. Okay, schade. Wo ist denn jetzt der eine Typ hier mit dem Rum? Was soll denn das?
Hast du meinen Rum? Hier hast du einen Rum. Prost! Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was soll ich für dich tun? Pass auf, ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen, verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Dafür kann man in die Vulkanfestung geschmissen werden. Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen, für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Okay. Ich merke gerade, wir brauchen Geld. Und zwar richtig scheiße viel davon. Ich hoffe, wir haben überhaupt noch... Ach, jetzt haben wir hier schon wieder dieses Eintopfding bekommen. Na toll. Ich hoffe, wir haben noch eine Gelegenheit, überhaupt an so viel Geld ranzukommen. Wir brauchen jetzt nochmal 200 für die Schale. Nochmal 150 für eine Schale. Dann jetzt noch 300 für den Ring. Dann nochmal 300 für die Perlenkette, die ich ja verkauft habe, um an den anderen Ring zu kommen. Und da ist noch die dritte Schale, die wir ja dann noch nicht haben. Uiuiuiui, ich hoffe, wir kommen hier nochmal hin. Sonst kann ich die ganzen Aufgaben nicht erledigen. Und wir haben noch nicht Schlösser knacken, sodass wir noch nicht an die Kiste vom Buddy kommen. Was ist los? Hä? Wollt ihr denn nicht mit mir sprechen? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wer wollte denn jetzt mit mir sprechen? Moment. Questlog. Kommandanten. Hey du, Carlos. Ach, Carlos. Carlos. Wo war jetzt nochmal Carlos? Puh, so eine große Stadt hier. Ich weiß gar nicht, wo wer war. Das war nicht Carlos. War Carlos hier hinten irgendwo? Da waren wir auch noch nicht, ne? Hier an dem Haus. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süße. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Gehen wir mal rein. Vielleicht können wir ja für die auch irgendwas erledigen, dass wir die Prostituierte oder die Dame, die junge Dame dann da, ich sag mal, umsonst bekommen für unseren Kollegen. Dass wir dann da nicht auch noch so viel Geld reinbuttern müssen. Und wieder ein paar Pflanzen aufsammeln, die ich dann verkaufen kann, damit ich irgendwie an Geld komme. Halskette. Na gut. Mach dich nützlich. Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich bin neu in der Stadt. Ist mir doch scheißegal. Verschwinde. Oder du kriegst ein paar aufs Maul. Ah ja, sehr nett. Hör mal, Schätzchen. Wenn du hier was anfassen willst, musst du es bei mir zahlen, klar? Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt, Schätzchen. Was du hier nicht findest, willst du auch nicht, verstehst du? Verkaufst du auch Informationen? Wenn das Gold stimmt, bekommst du alles von mir. Du gibst mir 10 Goldmünzen und stellst deine Frage. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich es tun. Und wenn du keine Ahnung hast, von was ich rede? Dann
behalte ich das Gold. Das ist ja riesig. Kein Spaß ohne Risiko, Schätzchen. Na toll. 50 Gold. Aber das könnten wir vielleicht mal machen. Ich brauche eins deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Hafenkai, sagst du? Nimm Annika. Sie schwirrt da draußen irgendwo am Hafenkai herum. Was du mit ihr machst oder für wen du sie brauchst, machst du am besten mit ihr selbst aus. Alles klar. Annika, am Hafenkai. Danke. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Das ist wichtig. Bei wem kann ich hier was lernen? Ich glaube, Cole oben in der Gosse ist ein Jäger. Er kennt sich mit dem Bogen aus. Tja, und ansonsten fällt mir gerade niemand ein. Na toll. Ich dachte, da kommt jetzt was Neues. Ah, Moment. Wie läuft dein Geschäft? Seit die Weißen die Stadt abgeriegelt haben, wird unsere Kundschaft immer widerlicher. Schau dir doch bloß mal den Mistkerl Erickson da drüben an. Säuft den ganzen Tag und schlägt meine Mädchen. Und ich kann nichts dagegen unternehmen. Frag doch mal mein Mädchen Carol danach. Erickson hat ihr ganz schön übel mitgespielt. Jemand müsste dem Kerl endlich mal so richtig was auf die Fresse geben.